Moin, ich bin Kevin und ich habe mich in den letzten Tagen mal ein bisschen in den Kommentarspalten der Nation umgesehen zum Thema Bürgergeld, was da so gefragt und kommentiert wurde. Und heute möchte ich gerne mal mit ein paar Mythen aufräumen. Wir gehen rein. Ein User namens CSU schreibt: Leistung muss sich lohnen. Die Hochrechnungen zeigen, das Bürgergeld ist ungerecht. Das bewährte Prinzip des Förderns und Forderns wird durch eine Art bedingungsloses Grundeinkommen unter der Hand ersetzt. Unterstütze bla bla. Liebe CSU, wenn euch wirklich was daran gelegen wäre, Gerechtigkeit auch für kleine Einkommen in Deutschland zu haben, vielleicht hättet ihr euch dann einfach nicht im Bundestag bei 12 Euro Mindestlohn enthalten sollen. Dann würde auch irgendjemand glauben, was ihr in euren Tweets schreibt. Nach dem Bürgergeld lohnt es sich kaum noch zu arbeiten als Geringverdiener. Man kann sogar eine Villa haben, die vom Staat bezahlt wird. Nein, das Bürgergeld bezahlt niemanden die Villa. Aber wir sorgen dafür, dass Menschen, die unverschuldet arbeitslos werden, nicht sofort aus ihrer Bude raus müssen oder all ihr Erspartes aufbrauchen müssen. Einfach Hartz IV in Bürgergeld geändert. Toll. Nee, das Bürgergeld ist nicht einfach Hartz IV mit einem anderen Namen. Es geht auch nicht nur um ein paar Euro mehr für die Betroffenen. Es geht darum, dass Qualifizierung und Weiterbildung Vorrang hat vor irgendeiner Hilfstätigkeit, dass respektvoll mit Leuten umgegangen wird, dass gefördert anstatt sanktioniert wird. Das ist eine andere Herangehensweise an die Sache. Da kann man ja gleich kündigen und Bürgergeld beantragen. Nun, ob du kündigen willst, das musst du selber wissen, aber sicherlich nicht wegen des Bürgergeldes. Denn weil Arbeit sich lohnen muss, haben wir im selben Jahr, in dem wir jetzt das Bürgergeld beschließen, den Mindestlohn erhöht, die Midijobgrenze ausgeweitet, den Grundfreibetrag erhöht und anderes mehr. Gerade damit kleine und mittlere Einkommen in dieser Gesellschaft entlastet werden und mehr zum Leben bleibt. Respekt kann man nur vor denen haben, die auch etwas beitragen und sich nicht faul auf dem Rest der Gesellschaft ausruhen. Boah, ernsthaft? Leute, also für 502 Euro im Monat ruht sich jetzt wirklich niemand auf dem Wohlstand der Gesellschaft aus. Das Bild vom faulen Arbeitslosen ist so alt, wie es falsch ist. Wer das rausfinden möchte, muss sich mal mit jemandem unterhalten, den diese Lebenssituation getroffen hat. Alle Erfahrung zeigt, wenn wir denjenigen dabei helfen wollen, wieder auf eigene Beine zu kommen, dann hilft nicht Drangsalierung und Druck machen, sondern die Menschen ernst zu nehmen, ihnen mit Respekt zu begegnen und ihnen eine Perspektive aufzuzeigen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zur Versachlichung beitragen und mit ein paar Mythen aufräumen. Mit dem Bürgergeld machen wir die größte Sozialstaatsreform in Deutschland seit 20 Jahren und wir lassen Hartz IV hinter uns. Das haben wir in der SPD 2018 das erste Mal versprochen. Wir haben das Konzept dafür erarbeitet. Wir haben damit die Bundestagswahl gewonnen und jetzt setzen wir das für dich im Bundestag um. Du willst mehr wissen über das Bürgergeld? Schau mal auf unserer Homepage nach, da haben wir es für dich zusammengefasst.